Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Die Hinscheldampflok stand am 3. Oktober Punkt 13.15 Uhr am Bahnbetriebswerk der Parkeisenbahn Chemnitz bereit. Fahrgäste waren, wie immer am 3. Oktober, Maskottchen, die gemeinsam mit vielen Kindern eine große Party bei der Parkeisenbahn feiern wollten. Mit dem Zug ging es zum Bahnübergang Küchwaldwiese, wo bereits ein Empfangskomitee wartete. Traditionell wurde Aufstellung für ein Gruppenfoto genommen. Mit dem Schellenberger Fanfarenzug zog man im Anschluss in Richtung Parkeisenbahnbühne. Nachdem es im letzten Jahr leider ausgefallen ist, haben wir dieses Jahr wieder viele Gäste im Küchwald zu begrüßen zum 24. Maskottchentreffen. Wir stehen also kurz vorm Jubiläum und es macht wieder Spaß, das Treffen durchzuführen. Manche Maskottchen hatten eine lange Anreise, andere nur eine kurze. Die Maskottchen kommen aus ganz Sachsen. Wir haben Maskottchen aus Dresden, Hainichen, sogar aus Thüringen sind welche dabei. Viele aus Chemnitz, klar, haben hier ein Heimspiel. Insgesamt 19 gemeldete Maskottchen. Unsere Rakete hat 5 Stufen. Erste Stufe, wir reiben unsere Hände aneinander. Stufe 2, wir klopfen auf die Oberschenkel. Stufe 3, wir stampfen mit den Füßen. Stufe 4, wir zählen rückwärts von 5. 4, 3, 2, 1, Stopp! Das 24. Maskottchentreffen bei der Parkeisenbahn Chemnitz. Eine doch schon lange Tradition. Ja, das kam mit der Schaffung des Chemnitzer Parkbahnmaskottchens Klaus, die Parkbahnmaus, was wir 1997 entwickelt haben. Und dann kam die Idee, jetzt haben wir noch Maskottchen. Vielleicht laden wir mal andere Maskottchen ein, sich mit uns zu treffen. Und seitdem ist der 3. Oktober also ein gesetzter Punkt für die Maskottchen aus ganz Sachsen. Und sie kommen immer wieder gerne in den Küchwald, weil es sich hier gut Party machen lässt. Es wurde außerdem zusammen Parkeisenbahn gefahren. Auf jeden Fall, ihr seht schon, hier im Zug sitzen schon Maskottchen mit drin. Das ist auch gewünscht, dass die Maskottchen die Nähe zu unseren Besuchern bekommen. Das soll ja kein abgeschottetes Treffen der Teilnehmer sein. Auch bei der Parkeisenbahn Chemnitz brachte das zweite Corona-Jahr vieles durcheinander. Aber wenn wir fahren durften, ist es sehr gut gelaufen. Viele Besucher waren froh, wieder Parkeisenbahn fahren zu dürfen. Allerdings sind wir erst 11 Wochen später in die Saison gestartet als geplant. Und das hat natürlich ein bisschen an den Einnahmen gezehrt. Wir hoffen, dass bis Ende Oktober, solange geht die Fahrsaison noch, viele Chemnitzer und Gäste zur Parkeisenbahn kommen. Die Oktoberferien wären unter anderem eine gute Gelegenheit. Ja, wir fahren auf jeden Fall in den Oktoberferien schon vormittags. Für die, also die da Ferien haben, die können also auch schon früh kommen. Und wir haben am 17. Oktober, also heute in 2 Wochen, dann den Tag der offenen Tür im Bahnbetriebswerk. Dann spielt wieder mehr die Eisenbahn eine Hauptrolle. Und dann am 31. Oktober ist ja wieder ein Feiertag. Ein Sonntag und unser letzter Fahrtag in dieser Saison. Abgesehen von den Sonderfahrten zu Weihnachten und Nikolaus. Und da wird auch noch mal ein bisschen was von uns zu sehen sein. In der Winterpause legen die Parkeisenbahner die Hände nicht in den Schoß. Denn die neue Fahrsaison muss vorbereitet werden. Wir sind schon ein bisschen dabei, Brainstorming zu betreiben, was wir nächstes Jahr neu machen können. Und
Das ist aber noch nicht abgestimmt. Wir wollen auch mit dem Förderverein reden, was er leisten kann. Aber ich denke, dass wir wieder ein sehr buntes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen. Das beliebte Maskottchentreffen wird mit Sicherheit wieder stattfinden. Und wie bereits erwähnt, es erlebt dann die 25. Auflage. Ich habe ja gleich mal das Aqualino, eines unserer Maskottchen von heute, dabei. Geht mit der Nummer 6 ins Rennen. Wir sind mal gespannt, ob er zum beliebtesten Maskottchen des heutigen Nachmittags gewählt wird und welchen Platz er erreichen kann. Toi, 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 Aqualino. Was mir noch wichtig ist, wir machen wieder Werbung in den Schulen für den Nachwuchs. Also alle Kinder ab 10 Jahren können jetzt wieder bei der Parkeisenbahn mitmachen. Wer Interesse hat, einfach hier melden, mal einen Schnuppertalk machen, mal gucken, was bei uns läuft und dann vielleicht aktiv hier mitwirken. Gleiches gilt auch für den Förderverein. Wer erwachsen ist und das Thema Eisenbau zu seinen Hobbys zählt, der kann sich auch gern bei uns melden. Die Kontaktdaten findet man unter www.parkeisenbahn-chemnitz.de. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Jetzt Küche und Designwochen. Hier finden Sie mehr Küche fürs Geld und beste Beratung von Ihrem Garant-Fachhändler. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. Sanitätshaus Desinfecta Wutzke. Der Partner für Kliniken, Alten- und Pflegeheime sowie der Pflege zu Hause. Spezialisiert haben wir uns auf die Versorgung der Patienten mit Inkontinenzhilfen. In dieser Branche arbeiten wir bundesweit und sind anerkannter Partner aller gesetzlicher und privater Krankenkassen. Wir beraten und betreuen unsere Patienten kompetent, auch in anderen Bereichen. Wir bieten eine große Auswahl an Reha-Mitteln. Besuchen Sie unsere Ausstellung. Zu unserem Sortiment gehören neben Kranken- und Pflegebetten, Toilettenstühlen und Behindertentechnik eine große Auswahl an Rollatoren und andere Gehhilfen. Wir führen viele medizinische Produkte ohne Eigenanteil. Das heißt, unsere Patienten zahlen nur die gesetzliche Zuzahlung. Schauen Sie sich in unserem Geschäft um oder bequem im Internet unter www.desinfecta.de. Auch hier können Sie bestellen. Wir liefern für den häuslichen Bereich und im Alten- und Pflegeheimbereich. Das Sanitätshaus Desinfecta Wutzke ist anerkannter Partner der Krankenkassen und nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Dadurch garantieren wir unseren Patienten einwandfreien Service und kompetente Beratung durch unser Fachpersonal. Sanitätshaus Desinfecta Wutzke, der zuverlässige Partner für Gesundheit seit 1994. Aufstellen für ein großes Familienfoto. Am 1. Oktober vor dem Neubau auf dem Hohenstein-Ernsthaler Pfaffenberg. Knapp 900.000 oder 870.000 Euro Investition hier an dieser Stelle. Ein weiterer Meilenstein in unserem Zweckverband bei der Erneuerung, was Hochbehälter betrifft und auch die energetische Überarbeitung unserer Netze. Ist aber damit natürlich ein Stück voranschreitet. Man sieht auch, erbaut 2021, das werden wir jetzt viele, viele Jahrzehnte hoffentlich hier lesen. Und der Hochbehälter wird bestimmt genauso lange halten, wenn nicht noch länger, als das Vorgängermodell, was ja hier an dieser Stelle stand. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was hier gebaut wurde, weil das Thema Wasserversorgung und auch Abwasserentsorgung sind ja zwei ganz, ganz wichtige kommunale Themen, die im Prinzip immer so ein bisschen unter dem Radar der Bevölkerung an aller Bürgerinnen und Bürger laufen, weil das Wasser, das kommt ja aus dem Wasserhahn zu Hause. Ne? Und da denkt, glaube ich, niemanden so richtig dran, was da eigentlich für eine Infrastruktur, für eine Technik dahinter steht, um das überhaupt zu gewährleisten. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass heute ein paar Fotos, ein paar Bilder entstehen und dass wir auch wirklich kommunizieren, was unser RZV
gemeinsam mit Ihnen hier geleistet hat, weil wir reden ja wirklich über die Sicherung der zukünftigen Versorgung mit dem Grundnahrungsmittel Nummer 1, mit Wasser, hier in Hohenstein-Arnstal, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Symbolisch und offiziell eingeweiht wurde der Hochbehälter vom Oberbürgermeister Lars Kluge sowie vom RZV-Verbandsvorsitzenden Silvio Krause. Der Zweckverband Luca Klaurer hat sich vorgenommen, eigentlich jedes Jahr einen neuen Hochbehälter zu bauen. Und so stehen wir heute hier in Hohenstein-Arnstal und können ein Bauwerk hier übergeben, das unsere Versorgung hier gerade in Hohenstein-Arnstal sichert und auch energetisch ein Stück weit einen Vorteil bringt, weil neue Verhältnisse bei Zu- und Abführung geschaffen werden. Knapp 900.000 Euro Investitionen an dieser Stelle für die Zukunft unserer Wasserversorgung. Eine Investition, die notwendig ist. Wir haben in unserem Bestand fast an die 100 Wasserbehälter und die müssen natürlich, ich sag mal, in gewissen Abständen mal erneuert werden. Und ein großer Teil, der da bei uns da ist, der ist älter als 50 Jahre und muss dann, wenn er denn verschlissen ist, erneuert werden. Für was wird ein Hochbehälter benötigt? Im Prinzip pumpen wir von anderen Stellen Wasser hier an diese Stelle, halten das vor und im Regelfall geht das dann ins Freigefälle in das Ortsnetz hier in Hohenstein-Arnstal zurück. Im Prinzip auch eine Vorhaltung, sodass es nicht nur über Pumpen, ich sag mal, zu Hause anliegt, sondern wir haben hier dann demzufolge 2x150 Kubikmeter Behälter, die, ich sag mal, als Vorsorge auch dastehen. Investiert wird nicht nur in die Hochbehälter. Insgesamt investieren wir mit Unterhaltungsmitteln um die 10 Millionen Euro im Jahr, die für die Wasserversorgung notwendig sind. Das Gebiet, für das der RZV zuständig ist, erstreckt sich im Prinzip im Süden von Amtsberg, im Osten die Burgstädter Ecke und im Westen halt bis Klaurau-Merane. Für diese Gegend ist eine etwas größere Investition geplant. Das größte Projekt, was wir jetzt anstehen haben, ist das Wasserwerk Kertsch. Aber das wird so ab 2024 das größte Projekt sein, wo wir nicht jetzt einen Hochbehälter, sondern ein Wasserwerk bauen wollen. Bis dahin fließt noch viel Wasser die Zwickauer Mulde hinunter und Trinkwasser aus den Hähnen der Hohenstein-Ernsthaler. Rund 1800 Erstis der Hochschule Mittweida starteten am Montag in das Wintersemester 2021-22. Die Immatrikulationsfeier fand am Nachmittag des 6. Oktober unter freiem Himmel auf dem Technikumplatz statt. 500 Personen waren dafür zugelassen, für die Veranstaltung galt die 3G-Regel. Die evangelische Studentenpfarrerin Nina Maria Mixtaki, der Mittweida Oberbürgermeister Ralf Schreiber und der Geschäftsführer des Studentenrats Gordon Guido Oswald wandten sich mit kurzen Worten an die Erstsemester. Rektor Ludwig Hilmer nahm die neuen Studierenden in die Hochschulfamilie auf und begrüßte die im Jahr 2021 neu berufenen Professorinnen und Professoren. Die Hochschule Mittweida bietet mit 70% aller Veranstaltungen schon zum Vorlesungsstart im Wintersemester wieder einen hohen Anteil in Präsenz, abgesichert durch Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln, Kontaktnachverfolgung und einem eigenen Test- und Impfzentrum auf dem Campus. Von den rund 1790 Erstis sind 44% Frauen und 11% internationale Studierende. Insgesamt hat die Hochschule Mittweida nach eigenen Angaben aktuell 6362 Studierende, davon 2496 Frauen. 1352 sind internationale Studierende aus 47 Ländern. Im Studiengang Angewandte Informatik starten in diesem Jahr sowohl der mit 17 Jahren jüngste Erstsemester, als auch die älteste Studienanfängerin mit 62 Jahren. Am 13. Oktober lädt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt zum traditionellen Benefizkonzert in die Stadthalle Limbach-Oberfrohna ein. Ab 19.30 Uhr wird zugunsten der ehrenamtlichen Initiative Oberfrohna packt an gespielt. Es geht um die Parkgestaltung an der Lutherkirche. Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt
wird unter der Leitung von Major Tobias Wunderle wieder ein buntes Musikprogramm präsentieren. Der Tierpark Förderverein Limbacher Frohnah lädt zu einer weiteren Vortragsveranstaltung ein. Am 13. Oktober heißt es ab 19 Uhr in der Parkschenke Wildlife vor der Kamera. Dr. Peter Kastner berichtet von seinen Ausflügen mit dem Fotoapparat. Der Erlös der Veranstaltung kommt diesmal der Pflanzung neuer Bäume im Amerika-Tierpark Limbacher Frohnah zugute. Ein buntes Treiben herrschte am 3. Oktober an der Kirche im Chemnitzer Ortsteil Röhrsdorf. Wir sind hier von der Kirchgemeinde unterwegs und feiern heute das Erntedankfest, haben gerade einen Festgottesdienst miteinander gefeiert mit der vollen Kirche, einer wunderschön geschmückten Kirche. Viele Leute haben gespendet und jetzt sind wir hier zusammen auf dem ganzen Gelände unserer Kirche, vor der Kirche, im Pfarrgarten und haben viele, viele Stände und feiern den sogenannten Bauernmarkt. Es war der erste Bauernmarkt, den man hier auf die Beine stellte. Also es ist ein Bauernmarkt, der in der Größe, wie wir ihn heute machen, tatsächlich das erste Mal so umfangreich ist. Wir hatten bisher kleinere Feste, die nennen wir dann Kirchgemeindefeste. Da hatten wir vor 2 Jahren das Fest von damals bis heute. Da hatten wir schon kleine Stände da, zum Beispiel alte Bauern, die hier mit ihrem Dreschflegel gedroschen haben, so wie das eben früher war. Aber in dem Umfang, wie es jetzt ist, haben wir es das erste Mal und wir wollten gerne auch nach so langer Zeit, an dem wir nicht feiern durften und es nicht erlaubt war, da viele Menschen mit einbeziehen aus unserem Ort und das ist gelungen. Freuen wir uns sehr drüber. Den Besuchern wurde allerhand geboten. Es gibt Einzelpersonen, die ihre Handarbeiten anbieten, die ihre Früchte anbieten. Wir haben die Aktion der Konfirmanden, die Brot backen mit der Bäckerei Kempt. Dafür wird Brot verkauft, um es weiter zu spenden, diese Gelder, die wir einsammeln. Wir haben ganz viele Tiere da, auch technisch, landwirtschaftliche Technik, die im Pfarrgarten zu sehen ist. Ein Reitangebot für die Kinder ist dabei. Und wie gesagt, viele Vereine auch von unserem Ort, von Röhrsdorf. Einzelpersonen, die dabei sind und die ihre Sachen anbieten und verkaufen, manches davon für sich brauchen und manches auch weiterspenden. Wer den Bauernmarkt besuchte, konnte sich an diesem Tag das Kochen zu Hause ersparen. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Das Wildschwein am Spieß wird gleich angeboten. Kuchen ist da, es gibt Kaffee, Getränke. Ein buntes Treiben und wir freuen uns, dass wir es heute bei diesem wunderschönen Wetter auch so miteinander tun können und hier unter freiem Himmel uns wohlfühlen und da sind. Sogar angeln durfte man, so wie Anno dazumal. Karpfen soll es wohl in dem Teich an der Kirche geben. Der erste Bauernmarkt wurde sehr gut angenommen. Das verlangt förmlich nach einer Fortsetzung. Wir wollen solche Feste sowieso wieder feiern. Wie es genau wird, ob es wieder der Bauernmarkt wird oder in kleineren Umfang Kirchgemeindefeste, das werden wir noch sehen. Wenn, dann wird es einmal oder alle 2 Jahre sein, einmal im Jahr oder alle 2 Jahre sein und vermutlich im Sommer, Herbst. Aber sind Sie aufmerksam, schauen Sie auf die Informationen und die Bekanntmachungen und dann werden Sie es nicht verpassen. Bis zum nächsten Fest wäre dann ja noch eine Weile hin. Dazwischen liegt unter anderem Weihnachten und Ostern. Nachdem es Corona-bedingt 2020 ausfallen musste, fand nun am 3. Oktober auf Schloss Augustusburg das 30. Oldtimer-Herbsttreffen statt. Oldtimer-Fans aus ganz Deutschland hatten sich auf den Weg gemacht, um ihre Mobile zu präsentieren. Zu bestaunen gab es 2-, 3- und 4-rädrige Fahrzeuge bis Baujahr 1970.
Bei dem sonnigen Oktoberwetter mangelte es nicht an Publikum. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Gruppe Atlantis. Von der gab es Rock'n'Roll und Beatmusik zu hören. Baby, you understand me now. Im Liechtensteiner Dez-Zentrum gab es am 3. Oktober von 10 bis 17 Uhr für die Besucher viel zu bestaunen. Ja, wir haben hier den 14. Holzkunstmarkt heute im Dez-Zentrum und dem Außenbereich mit etwa 20 Ausstellern, die also Holzkunst verschiedenster Art präsentieren, von Reliefs über Raumobjekten bis hin zu Schmuck und lebensgroßen Samurai sogar. Darüber hinaus auch textile Sachen und auch einige Bastelstände, sodass also auch für die kleinen Besucher jede Menge Erlebbares hier vor Ort ist. Den Samurai fertigte Danny Reinhold. Eine Plastik aus unzähligen Einzelteilen. Auf dem Holzkunstmarkt gab er Auskunft zur Entstehungsgeschichte. Auch was die Amazone angeht, eine weitere Arbeit von ihm. Anderen Kunstwerken konnte man bei der Entstehung zusehen. So arbeitete der Bildhauer Andreas Wilde aus Grimmitschau an einer neuen Plastik. Auch die Besucher durften sich verschiedentlich ausprobieren. Ja, wir rechnen heute mit über 1000 Besuchern. Das ist also recht gut. Freuen uns natürlich, dass das Wetter uns auch ein bisschen in die Hände spielt. Mittlerweile ja der 14. Holzkunstmarkt, also schon fast ein Jubiläum nächstes Jahr. Wir hoffen natürlich, dass das alles wieder eine Normalität wird und sind dann froh, auch endlich mal wieder eine Großveranstaltung hier durchführen zu können. Neben dem Holzkunstmarkt gab es noch einiges mehr in den Räumen des Dez-Zentrums zu entdecken. Ja, zusätzlich ist für die Besucher des Holzkunstmarktes natürlich noch die Möglichkeit, auch unsere Jahresausstellung Aha, Holz in Bewegung zu sehen mit Automobilen aus vergangenen Jahrzehnten, historischen Fahrrädern und seit heute auch eine Sonderausstellung zur Gaststättengeschichte Liechtensteins. Die Gaststättengeschichte wurde bereits in den vergangenen Monaten von dem wandernden Bauzaun erzählt, der in der Stadt im Grünen Station an vielen historischen Orten machte. In der Sonderausstellung, die im Dez-Zentrum zu sehen ist, werden neben den Bauzauntafeln zusätzlich viele Exponate präsentiert. Gegenstände aus ehemaligen gastronomischen Einrichtungen. Neben allerhand Porzellan auch die eine oder andere Holzkunst. Begrüßen Sie mit mir ganz recht herzlich Eberhard Gönner und Gojko Medic. Viel Beifall schon zu Beginn der Veranstaltung am 30. September in Niederfronas Lindenhof. Gojko Medic kennt natürlich jeder. Was haben ihn die Kinder seinerzeit im Kino angefeuert, wenn er als Rothaut dem bösen Cowboys eins über die Rübe gab? Eberhard Gönners Gesicht ist nicht so bekannt. Dafür jedoch der Name, den man im Abspann zahlreicher Filmproduktionen findet. Denn er ist unter anderem Autor, Dramaturg und Filmemacher. Ja, bekommen es heute vorgesehen, dass wir nach einer kurzen Eröffnung dann einen Film von Gojko zeigen. Unter anderem auch, dass er nicht nur Indianerfilme gespielt hat, sondern auch in Science-Fiction-Filmen mitgewirkt hat. Und das kriegen wir heute mal zu sehen. Ich glaube, das haben viele oder wissen das viele noch gar nicht. Und deshalb haben wir auch diese DVD heute mal mit ausgewählt. Mit dem Film, der an diesem Abend gezeigt wurde, hatte Eberhard Gönner nichts zu tun. Er sah ihn zum ersten Mal. Gojko Medic schaute sich den Film Signale zum zweiten Mal an. In dem Weltraumabenteuer spielt er den Kosmonauten Terry. Ich bin schon sehr froh, dass wir so einen Filmstar hier nach Niederfrona zum zweiten Mal holen können. Und ich glaube, man ist da, oder nicht nur ich bin da froh drüber, sondern auch viele, die heute gekommen sind, freuen sich natürlich. Und wir haben dann auch zum Schluss, wo auch jeder ein paar Fragen stellen kann, Gojko Medic, genauso wie natürlich auch Eberhard Gönner, haben wir dann noch eine Autogrammstunde.
Vor 10 Jahren war Gojgomedic schon einmal gemeinsam mit Eberhard Gürner zu Gast in Niederfrohna zu einer Lesung aus dem historischen Roman Heinrich Melchior Mühlenberg. Nun war das Thema die Zukunft, wie man sie 1970 sah, als der DEFA-Film produziert wurde, der im Jahr 2020 spielt. Ich finde, der Aufwand, der hier getrieben worden ist, auch vom Bühnenbild her und von der ganzen Technik, der ist ganz erstaunlich und visionär für meine Begriffe, auch was die da, sagen wir mal, sich vorgestellt haben, was im 21. Jahrhundert an Raumfahrt möglich ist. Was Kameraführung, Schnitt und Effekte angeht, ist er auf jeden Fall top. Von den Schauspielern wurde auch einiges abverlangt. Der sieht sehr leicht aus, aber ich glaube, der Film war für mich schwerer zu machen als jeder Indianer Film. Weil zum Beispiel man hat gesehen, wo man in diesem Raumschiff war, wo ich mich rundum drehe zum Beispiel und du bist schwerelos. Wie stellst du das her? Wir sind auf der Erde, die Erde zieht einen runter. Das war wirklich eine fast sportliche Höchstleistung. Man hat mich in so einem, können Sie sich vorstellen, so ein Rohr wie eine Kanone. Die Beine waren drinnen, angebunden und ich ging so fast bis zur Hälfte, steckte da drinnen. Und da sind zwei Mann gewesen dahinter, die diese Kanone gedreht haben, während die Kamera diese Aufnahmen machte. Und ich hatte mit voller Uniform, also diese Anzüge waren natürlich nicht das, was die Kosmonauten heute haben und so. Man schwitzte so schnell und plötzlich, der Helm wurde plötzlich nass oder vernebelt und so, musste man wieder aufhören, dann wieder neu starten. Also da bin ich immer wieder raus und da hat man einen Schlauch durch den Schuh gleich hoch, irgendwie durch meine Hose da, dass das pustete so, dass ich ein bisschen Kühlung hatte. Also es war wirklich sehr, sehr anstrengend. Jetzt sehe ich das, wie das damals, ich habe den Film damals einmal gesehen nur. Und heute mal richtig so dahinter. Und natürlich ist sehr viel Technik drin gewesen und sowas, aber ich finde, wenn man jetzt vergleicht, wir haben viele solche amerikanische Filme gesehen, die mit Science Fiction und sowas. Jetzt stellt man sich die Frage, wir haben uns auch damals die Frage gestellt, wenn wir irgendwelche Lebewesen begegnen, wie sollen sie aussehen? Sollen sie aussehen wie eine Kugel, die eine Antenne nur hat? Oder sind sie uns Menschen ähnlich, wie uns die in vielen amerikanischen Filmen nochmal so menschenähnliche Gestalten gezeigt hat? In dem DEFA-Film wird am Ende Leben gerettet. Und das alles ohne Ballerei, Mord und Totschlag. Weil, wie der Kapitän Weiko sagte auch, rein philosophisch gesehen, wenn irgendwelche Lebewesen von außen, aus dem All zu uns kommen, da sind sie uns überlegen. Und sie können nur friedlich sein. Und jede, sagen wir, neue Zivilisation, die kann nur friedlich sein, um weiter zu überleben. Jetzt schon das Jahr 2021 erreicht, muss man leider sagen, dass sich die Zukunftsvision von 1970 für das Jahr 2020 nicht erfüllte. Wir führen immer noch Kriege. Wir streiten uns immer noch. Warum können die Menschen das nicht ausrotten? Das Problem ist, man will immer einen Feind haben, man muss immer neue Waffen produzieren, man muss immer, weißt du, diese Fortschritt. Aber wenn du siehst, sagen wir nur Afghanistan. Wir sagen, wie viel Umwelt wurde zerstört durch diese viele Fliegerei, durch diese Panzer, durch diese Schießereien, durch Explosionen, viele Menschen auch getötet. Guck mal, wir haben 59 Mal verloren. Wofür? 12,5 Milliarden in den Sand gesetzt. Hat man was erreicht? In Bezug auf Politiker? Wenn sie gewählt sind, dann machen sie das, was sie wollen. Nicht, was wir wollten, oder? Jetzt werden sie auch wieder Kompromisse machen. Naja, so geht das so nie. Wir können aber den nicht. Wir müssen allen zurecht. Es funktioniert irgendwie nicht. Wie ist das, frage ich mich immer. Guck mal, wir hatten mal eine andere Gesellschaft. Irgendwie hat nicht funktioniert. Die Frage, warum, ja, das kann man sich jetzt nicht erklären. Aber so geht das auch nicht weiter. Ich weiß es nicht.
wo der Dialog, sozusagen der politische Dialog, der kulturelle Dialog nicht mehr funktioniert, fängt die Gesellschaft an zu brodeln. Also es ist ja so ein Unfrieden zum Beispiel in der gesamten Kulturszene, weil bei dieser Pandemie Kultur überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Das Thema gab es gar nicht mehr. Und wenn aber eine Gesellschaft sozusagen die Kultur, und das ist für mich humanistische Geisteshaltung, wenn die gar keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch die Wirtschaft und die Politik, dann ist doch dieses berühmte goldene Dreieck, das funktioniert in einer Gesellschaft, wenn alle drei Spitzen vorhanden sind, Wirtschaft, Politik und Kultur. Und wenn eine fehlt, fällt das Dreieck um und das nicht zu nutzen. Es wurde an diesem Abend noch viel über Gott und die Welt geplaudert, auch zusammen mit dem Publikum. Selbstverständlich wurden die Autogrammwünsche erfüllt. Und ein Foto zusammen mit dem Held aus Kindertagen durfte freilich ebenso nicht fehlen. Am 2. Oktober, letzte Handgriffe für ein Fest. Der Sportverein Fortschritt Lohnsenau feierte im Stadion an der Rochlitzer Straße Richtfest für das Multifunktionsgebäude. Zahlreiche Gäste wurden begrüßt, darunter der Landrat des Landkreises Mittelsachsen Matthias Damm, der den Vereinspräsidenten Tommy Hidder nochmals zum Sport-Oscar des Kreissportbundes Mittelsachsen beglückwünschte. Und ich sage mal, das ist genau das, was wir hier brauchen. Solche Menschen, die sich engagieren, die anderen begeistern können, die Leute mitziehen. Und wenn ich sehe, wie schön gefüllt hier dieser Raum ist, zeigt das auch, welche Verbundenheit hier da ist und wie das alles gemeinsam miteinander hier funktioniert. Also nochmals herzlichen Glückwunsch. Und das sind für mich die Vorbilder bei uns in der Gesellschaft. Nicht irgendwelche Leute, die in Talkshows auftreten und schlaue Reden haben, sondern diejenigen, bin ich jetzt in den Fettlevel getreten? Ich kenne ja die Besonderheit jetzt nicht. Tommy Hidder war wenige Tage zuvor bei einer Fernseh-Talkshow zu Gast. Ob er das ist, ob das mein Nebenmann hier ist oder ob das der Bürgermeister oder viele, viele andere sind, die Verantwortung übernehmen, das sind die Menschen, die bei uns auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt gestalten und schaffen. Und das ist mir immer ganz wichtig, das herauszuheben, weil ich sage, was hier vieles im Ehrenamt alles passiert, das Ehrenamt ist der Kitt unserer Gesellschaft. Und insofern müssen wir das viel mehr fördern und unterstützen. Und das hat für mich auch ganz besonders ganz großen Schwerpunkt. Alles das, was wir hier in dem Verein machen, das kann ich natürlich mit meinen Ideen, mit meinem Team im Vorstand vorantragen. Wäre aber alles nicht möglich ohne die Übungsleiter, ohne unsere Abteilungsleiter, ohne unsere Mitglieder, die hier tagtäglich mit anpacken und immer wieder bereitstehen, wenn ich sage, wir haben die Projekte vor uns. Das wäre alles nicht möglich. Dementsprechend, dass die Ehrung, die ich da erhalten habe, die gehört genau zum großen Teil auch euch, aber auch meiner Familie, die da auch felsenfest immer hinter uns oder hinter mir steht. Und auch die Zeit mir im Rücken frei hält und die Kraft auch gibt, dass wir die Aufgaben also angehen können. Also deshalb großes Dankeschön von mir an euch zurück. Lohnsenaus Bürgermeister Ronny Hofmann betonte zuvor, dass das neue Multifunktionsgebäude eine Mannschaftsleistung ist. Alleine hätte es der Verein nicht stemmen können. Alleine hätte es die Stadt Lohnsenau nicht stemmen können. Und so war es gut, dass neben den beiden genannten die investive Sportförderung des Landkreises gegriffen hat. Herzlichen Dank nochmal, Matthias. Das ist auch nicht selbstverständlich in der Größenordnung, aber die war notwendig. Und vor allen Dingen auch die Förderung des Freistaates Sachsen, die ja hier 50% der förderbaren Kosten trägt. Und nur so, mit diesen Mannschaftsgedanken und den vielen freiwilligen Helfern, die unzählige Stunden hier gemacht haben, war es möglich, bis hierher zu kommen.
Vom ersten Spatenstich bis zum Richtfest alles termingerecht. So wie geplant haben wir im Dezember angefangen, das Altgebäude wegzureißen, was bisher ja am Standort des jetzigen neuen Multifunktionsgebäudes stand, das ehemalige Werkstattgebäude. Wir haben dann im März begonnen mit der Thematik Spatenstich und sind dann sukzessive immer weiter in den Bau vorangeschritten und sehen jetzt das Ergebnis hier im Hintergrund des heutigen Richtfestes. Wir haben also das Gebäude des Hallenbaus schon mit Dach heute vorfinden können und aktuell befindet sich der Sanitärtrakt, das Gebäude, ebenfalls soweit im Bau, dass in 2-3 Wochen auch dort der Dachstuhl aufgebracht werden kann. Also wir sind voll im Zeitplan. Deswegen durfte am 2. Oktober gemeinsam das Glas gehoben werden, nach dem traditionellen Richtfestspruch. Dank allen, die dieses Haus erschufen. Möge nun vor Feuer und Gefahren ein jeder diesen Bau bewahren. Und die da gehen aus und ein, sollen auch geschützt sein. Ich trinke nun auf Architekt und Meister und auf der Gesellenkraft, auf alle treuen, guten Geister, auf alle, die am Bau geschafft. Sie alle leben hoch, hoch, hoch. Geweiht sei dieser Bau zur Stunde. Des Sportvereines Ruf geht nun an alle. Lunsenauer vereint euch in dieser Halle. Es lebe in diesem Hause traditionell der Sportgeist des SVFL. Nach dem Richtfest geht es mit dem Bau in die zweite Halbzeit. Nächstes Jahr im Sommer, im Frühsommer, soweit die Einweihung begehen können des Gebäudes. Bis dahin ist noch viel Arbeit vor uns. Ziel ist es, dass wir bis zum Winter soweit winterfest sind, dass wir also dann über den Winter hinweg die ganzen Innenarbeiten machen können. Also alles, was Malerarbeiten und so weiter anbetrifft. Deshalb jetzt die nächsten Wochen, Monate bis zum Einbruch des Winters soll halt erstmal dafür gesorgt werden, dass wir alle Dächer dicht haben und das Gebäude soweit winterfest gemacht ist. Was die Kosten des Projektes angeht, liegt man nicht ganz im Plan. Ja, auch das trifft uns natürlich als Verein, als Bauherr extrem. Die Thematik Baupreissteigerung, auch nochmal wie im Brennglaseffekt durch die Corona-Pandemie befeuert, trifft natürlich auch das finanziell gesteckte, soweit, dass wir dort eine Mehrbelastung haben werden, das steht schon fest. Wir können es aktuell noch nicht genau beziffern. Wir haben aktuell Mehrkosten um die 50.000 Euro. Wir gehen davon aus, dass wir zwischen 75.000 und 100.000 Euro am Ende Mehrkosten haben werden. Was aber in Summe bei dem Gesamtprojekt von über 1,1 Millionen Euro immer noch mal gleich zu anderen Bauprojekten sehr gut im Rahmen ist. Die Finanzierung des Projektes wird von 4 Säulen getragen. Die erste Säule ist mit 50% der Gesamtfinanzierung der Freistaat Sachsen. Dann haben wir mit 250.000 Euro unsere Gemeinde, die Stadt Lunsenau, die da die Förderung ebenfalls großzügig uns hat zukommen lassen, als auch der Landkreis Mittelsachsen mit 75.000 Euro. Und der Rest ist durch den Verein zu stemmen. Das sind letztendlich über 260.000 Euro, die wir hier aufbringen müssen, in Form von Eigenleistungen, aber auch finanziellen Mitteln. Und die Mehrbelastung ist natürlich so nicht geplant gewesen. Und da gilt es jetzt, weitere Gespräche zu führen, wie wir diese gemeinsam abfedern können. Auch das wird nur ein Kraftakt, den wir gemeinsam schultern können. Hinzu kommen Spender und Sponsoren. Wir haben bisher insgesamt in unserem Verein extrem viele, die uns wohlgesonnen sind und unsere Projekte unterstützen. Das sind als erstes unsere Sponsoren halt zu nennen, die da wirklich tatkräftig auch während der Corona-Pandemie zu uns stehen und dort ihre Zusagen dann auch einhalten. Das ist auch nicht selbstverständlich, weil viele Firmen ja selbst unter der Pandemie gelitten haben. Aber auch viele Privatpersonen, die hier Spenden bringen oder ihre Arbeitsleistung anbieten. Das ist gut. Das ist auch das, was wir die nächsten Wochen und Monate dringend brauchen werden. Da werden wir nochmal Aufrufe starten. Wir haben ein Crowdfunding-Projekt, was wir starten wollen, um die Finanzierung noch weiter zu entlasten. Aber auch diverse Aufrufe zu spenden. Genau. Das Multifunktionsgebäude kommt am Ende nicht nur dem SV Fortschritt Lunsenau zugute. Also wir sind Bauherr, wir bauen das Ganze für unseren Verein, das ist klar. Aber wir sind von eher so aufgestellt, dass wir sagen, dass wir nur gemeinsam in dieser Stadt was bewegen können. Haben deshalb auch unsere Kooperationspartner, SV Rotation Göretzheim, aber auch Partnerschaft mit unseren beiden städtischen Schulen, aber auch den Kita-Einrichtungen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, sowie auch den anderen Vereinen. Und das wird am Ende ein Gebäude werden, was wir für alle Vereine letztendlich auch bei Bedarf zur Verfügung stellen. Und man muss halt auch
den wichtigsten Aspekt sehen. Wir entlasten damit die bisherigen Hallen, die wir in der Gemeinde vorfinden, und bieten dort neue Trainingszeiten dann auch an für andere Vereine in den Hallen, die dann entsprechend frei werden. Sport als sinnvolle Freizeitbeschäftigung haben eine Menge Lohnsenauer für sich entdeckt. Wir sind ein Mehrgenerationsverein, so bezeichnen wir uns selbst, weil wir von ganz jung bis ganz alt Sport treiben. Und um ganz jung zu benennen, haben wir unsere Abteilung Kinder- und Jugendsport, die zweitgrößte Abteilung im Verein, neben der Abteilung Fußball. Aber wir haben auch die Abteilung Reha-Sport, wo viele im hohen Alter noch Sport treiben und das wirklich mit einer Freude, mit einer Euphorie, dass er da wirklich selber auch immer wieder dieser Ehrgeiz, die Dinge besser zu machen und die Dinge zu bewegen, in uns geweckt wird im Vorstand, weil wir halt einfach sehen, wie dort die Mitglieder aktiv sind. Insgesamt haben wir jetzt aktuell 10 Abteilungen, weitere Abteilungen folgen. Wir sind jetzt gerade dabei, mit der Abteilung Aerobic eine neue Abteilung zu eröffnen. Im Januar wird die Abteilung Dart zu uns in den Verein zurückkommen. Also wir haben dort eine ganze Menge an verschiedenen Aktivitäten, die wir anbieten, und freuen uns über jeden, der uns dort in Zukunft im Verein als Mitglied, als sporttreibendes Mitglied, aber auch als förderndes Mitglied im Vereinsleben beiwohnt. Am 2. Oktober wurde erst einmal vereint gefeiert mit Blasmusik aus Lohnsenau. Ach, hallo, Mensch, Heinzkenner, immer wieder das Ding, he? Aber, nee, ja, schön, he, dass wir nun alle gewählt haben, he? Oh, nee, hier, ich bin ja gespannt, was nun am Ende rauskommt, du, noch hier, die Krokobe mächtig wird, naja, nee, ich glaub's eh nicht, aber, hier, wie heißt die andere, Jamaika oder Sahara, wer weiß, Sahara? Also Sahara, das wäre dann die Koalition, die du gleich in die Wüste jagen kannst. Ja, naja. Nee. Oder es wird eine MMM-Koalition. MMM. Also Macht hat der SPD, FDP macht mit und die Grünen machen einen Kaffee. MMM, naja, ist Quatsch. Jesus. Aber es ist ziemliches Durcheinander. Ne? Und die Dunkelroten, ne? Die Dunkelroten sind ja fast ganz nah ausgeflogen, gerade noch mit Glück. Also, es ist wohl eine schöne Wahl. Ne? Ja, bloß, also, wenn sie den Baerbock zum Gärtner machen, ne? Das wäre dann pleite am Ende. Ja. Nee, es ist keine richtige Linie drin in der Wählerei. Was sollen sie denn nur machen, die Politiker? Ne? Was da wird da zusammen? Jeder hat was anders gewählt. Ne? Es ist doch. Es hieß mal, wir sind das Volk. Ich glaube, der Spruch ist besser, wir ist das Volk. Naja, nee, die Leute, die wählen ohne zu überlegen. Ne? Naja. Die wissen einfach nicht, was sie wollen. Ich glaube, mit den Leuten kannst du eigentlich alles machen. Ne? Du kannst Sklavenhaltergesellschaft machen, Feudalismus, Faschismus, Kapitalismus. Nee, Sozialismus geht mit den Leuten nicht. Das haben wir ausprobiert. Nee. Das für Sozialismus, das geht vielleicht mit digitalisierten Affen oder so. Oder mit Roboter, mit künstlicher Intelligenz. Aber die Leute mit ihrer natürlichen Doofheit, nee, kannst du vergessen. Das bleibt, wie es ist. Ne? Ach, die wählen, was sie wollen. Wissen Sie, früher, vor der Wende, da war das ja mit den Wahlen viel einfacher. Ne? Da gab es ja vor der Wende, da gab es die Kandidaten der Nationalen Front im Block. Und die hast du im Block gewählt, ja oder nee?
Ja. Und wie gesagt, da war von vornherein klar, wen du eigentlich nicht wählen sollst. Ja. Aber die dann wirklich nicht wählen, das wäre ja damals auch ein bisschen gemeine gewesen. Ich meine, es waren ja damals alles gestandene Genossen im Block, an der Nationalen Front, kampferprobt, verkalkt, senil. Die wirklich nicht wählen, wäre ja irgendwie pietätlos gewesen. Nee, wir waren sehr pietätvoll, wir haben die immer wieder gewählt. 97,5% wahlbetrugsbereinigt. Aber heutzutage, wen sollst du nicht wählen? Das ist der Hauptfrage. Willst ja keinem Unrecht tun. Sie geben ja alle ihr Bestes für uns. Ne? Scheuen keine Nebentätigkeit. Sie meint, die gehen putzen? Nee, die stauben ab. Naja, jedenfalls. Also wenn sie es dann geschafft haben. Ich habe ja übrigens sehr viele nicht gewählt. Zum Beispiel habe ich die Grünen nicht gewählt. Nee, also die mit ihren Windrädeln. Also halten Sie mir auf, da wollen Sie das Klima retten mit den Windrädeln. Sie wissen gerade, wie Sie die Energie für die Industrie rankriegen sollen. Und dann machen Sie noch E-Autos dazu. Halten Sie mir auf, das ist... Die E-Autos, wissen Sie, was die für Energie fressen? Die Batterie... Ja. Es ist doch ein Widerspruch in sich. Ne? Am Ende müssen wir welchen die E-Autos Atomenergie aus Polen oder aus Frankreich importieren. Warten Sie es ab. Aber keiner redet darüber. Ne? Nee, die Grünen habe ich nicht gewählt. Ich weiß auch nicht. Die sind auf irgendeiner Art und Weise sind die Grünen halb blind auf einer Seite. Ne? Ja. Die haben einen grünen Star irgendwie. Bist du nicht für Windkrafträdels, ärgern dich die Freide-Mädels. Das war jetzt so aus der Lameng hier, so ein Kehrheim. Naja, gute AfD gibt es natürlich. Ne? Aber die tun ja nicht gelten. Die gelten ja nicht, weil die ja nicht mitmachen in der Regierung. Aber ich möchte mal wissen, was los ist, wenn nicht bloß in Sachsen 40% noch hier und so AfD. Wenn in Bayern auch der... Naja. Aber die sagen hier, der AfD ist hauptsächlich eine rein ostdeutsche Erscheinung. Und die Ossis wählen die AfD, weil die irgendwie anders wäre als wie die Westparteien. Das stimmt. Ja. So mit die Impfverweigerer auch so, ne? Die lassen sich nicht impfen, weil sie damit die Wessi-Regierung ärgern tun. Irgendwann mal könnte man sich ja mal fragen, warum die Ossis hier so bockbeinig sind, ne? So störrig. Ob das wirklich bloß an der Stasi von damals liegt oder von der Unterjochung damals, ich weiß auch nicht. Womöglich liegt das bloß daran, dass sich die Ossis hier nach 30 Jahren Einheit immer noch ein bisschen verarscht vorkommen. Aber, naja, gegen Corona haben sie innerhalb kürzester Zeit, paar Monate, hatten sie einen Impfstoff entwickelt. Ne? Aber gegen die Wessis ist eben noch kein Kraut gewachsen. Es ist, die wuchern und wuchern. Drüben, es gilt noch die alte Parole, suchst du einen guten Posten, dann bewerbe dich im Osten. Das heißt ja auch immer, die Ausgaben für die Wiedervereinigung, die wären so gigantisch gewesen. Ne? Die Wiedervereinigung wäre teurer gewesen noch als Corona oder fast gleich so sind die. Ja, die Ausgaben für die Wiedervereinigung. Von den Einnahmen spricht ja keiner. Ne? Die ganzen Einnahmen, na gut, die sind ja auch privatisiert worden. Die Einnahmen privat, Ausgaben staatlich. Das ist eben so. Ne? Ja. Nee, aber vielleicht könnten sie mal anfangen, irgendwie diesbezüglich ein bisschen ehrlich zu sein. Ne? Vielleicht könnten sie da die Ossis ein bisschen entkrampfen, ne? Dass die nicht mehr so bockbeinig sind. Naja,
Ach, übrigens, ich weiß gar nicht, vielleicht sehen wir uns demnächst mal. Hä? Am Sonntag, am 30. Oktober, da bin ich im Kulturhaus in Grünau. Ja, mit meiner Kollegin, mit der Yvonne. Da haben wir das Programm Reisen bildet. Vielleicht, hä? Ne? Tschüss. Sattkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Nachdem Limbach-Oberfronas verstorbener Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel am 29. September im engen Familienkreis beigesetzt wurde, fand am 1. Oktober in der Lutherkirche Oberfrona die offizielle Trauerveranstaltung der Stadt Limbach-Oberfrona statt. An der nahmen neben der Familie viele Gäste aus Einrichtungen, Vereinen, Unternehmen, Kommunalpolitiker und Amtskollegen aus den Regionen Zwickau, Mittelsachsen und Chemnitz teil. Sie schritten durch das Spalier, das die Ortsfeuerwehren vor der Kirche bildeten, um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Heute müssen wir Abschied nehmen und haben die Frage, wie soll es denn weitergehen? Gott, kannst du helfen? Für Jesko Vogel waren Kirchen solche besonderen Räume. Das wird zum Beispiel deutlich, als er einmal in einem Gottesdienst, wo er mit dabei war, als Oberbürgermeister, sagte, auf der Kanzel hier würde ich auch mal stehen und predigen. Er wollte wohl nicht hier stehen als Pfarrer, denn für ihn war das Amt des Oberbürgermeisters der schönste Job der Welt. Aber er sah diesen Kanzelplatz als einen Ort, von dem aus Menschen ermutigt werden und aufgemuntert, getröstet oder ihnen Hoffnung zugesprochen wird. Und daran lag ihm. Und dafür setzte er seine Kräfte ein. Unsere Handballer haben Anna deinem Vater einen Handball mit auf den Weg gegeben. Schießen wir mal zu, das ist ein anderer jetzt. Sogar geklappt mit Verband. Handball, das war ja irgendwo auch so eine Leidenschaft von Jesko Vogel. Handball, Fußball, das sind so Sportarten, die im Team gespielt werden. Und ich sag mal, ich bin beeindruckt von Einzelsportarten. Aber die Teamsportarten faszinieren mich oft mehr. Warum? Team braucht Zusammenspiel. Aber gerade auch im Handball wird deutlich, was Zusammenspiel ausmacht. Handball kommt ohne Team nicht aus. Aber auch nicht ohne Leidenschaft und manchmal auch Leidensfähigkeit. Das kann man sich schnell anschauen, wenn man ein Handballspiel verfolgt. Und ich denke, diese Eigenschaften hat Jesko Vogel für seinen Lebensweg übernommen. Das war seine Überzeugung. Nur so kann man etwas bewegen, erreichen und verändern. Im Team, mit Leidenschaft und manchmal auch Leidensfähigkeit. Limbach-Oberfrona, das war die Heimat von Jesko. Und außer der Zeit seines Studiums zog es außer im Urlaub Jesko von hier nicht fort. Hier gehörte er hin, hier war er zu Hause, hier wollte er Verantwortung übernehmen und entschied sich darum, als Oberbürgermeister zu kandidieren.
Das Wohl der Menschen, das lag ihm am Herzen. Es gibt viele Beispiele, wo ich das deutlich machen könnte, und ich vermute fast, wir werden da noch einige Beispiele davon hören. Aber stellvertretend sei eins mal gesagt und daran erinnert. Er war ja einer, der relativ bald selbst Corona erkrankt war. Zu einer Zeit, wo es noch keine Impfmöglichkeiten gab wie jetzt. Und als er das gut überstanden hat, aber auch wusste, dass halt Corona nicht nur ein harmloser Schnupfen ist, da wollte er die Menschen hier in der Stadt schützen. Und dann kämpfte er für ein Impfzentrum. Und das mit aller Kraft, mit Vehemenz und mit der Art, die ihm einfach da geprägt hat. Von seiner Wahl zum Oberbürgermeister waren wohl er selbst und viele seiner Freunde ein Stück überrascht. Und dann kam plötzlich sein Amtsvorgänger Dr. Ricker, auch erst hier unter uns, und Herr Oberschelp zu ihm zum Gratulieren, tauchten im Garten auf. Kann ich das jetzt mal erzählt, wie einfach alles sehr provisorisch war. Und dann habt ihr einfach blaste Gläser genommen, Sekt eingefüllt, angestoßen und ein neuer Abschnitt in der Stadt konnte begonnen werden. In die Fußspuren des Vorgängers zu treten, war sicherlich nicht ganz leicht. Da war vieles geprägt und das über Jahre. Da war auch ein ganzes Fundament gelegt. Aber mit seiner Art, auf die Menschen zuzugehen und Dinge anzupacken, erwarb sich Jesko Vogel als Oberbürgermeister schnell Achtung und Anerkennung. Und die ganzen Beileidsbekundungen, dieses Mittraurigsein, dieses Mitleiden in dieser Stunde, das hast du selbst immer wieder spüren dürfen. In unserem Limbach-Oberfrohner Stadtwappen, da steht ein Spruch aus der Bibel: Suchet der Stadt Bestes. Und ihm als Limbacher lag das am Herzen, das Beste der Stadt. Und um das zu erreichen, suchte er nach Verbündeten, nach Mitstreitern. Und so nahm er zum Beispiel auch nach alter Tradition die Gespräche zwischen der Stadt und uns Pfarrern in der Stadt auf. Wir tauschten uns aus über die Dinge, die Anlagen. Wir versprachen als Pfarrer, für die Arbeit in der Stadt die Hände zu falten und zu beten, und für ihn ganz persönlich. Und er nahm das dankbar an. Den Kirchenvertretern berichtete Dr. Jesko Vogel von seiner Nierenerkrankung, seinen ständigen Wegen zur Dialyse. Und es war nur beeindruckend und bewegend, wie tapfer er diesen Weg gegangen ist. Nachts an der Dialyse, früh dann wieder im Büro. Da brauchte er Gebet. Und das konnten wir tun. Am 15. September setzte ein Aneurysma seinem Leben im Alter von 47 Jahren ein plötzliches Ende. Ärzte standen um ihn herum, aber sie konnten nicht helfen. Ich habe vor uns einen Handball mitgebracht, jetzt noch etwas Kleineres. Wir sind ja hier in der Lutherkirche in Oberfrohna, und Luther wird ja das Wort nachgesagt: Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Und einen Apfelbaum zu pflanzen, das war eins der letzten Dinge, die unser Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel getan hat. Gott schenke ihm seine Gnade für die Ewigkeit. Er schenke Trost und Frieden uns und Mut für all die Aufgaben, die vor uns liegen und die jetzt in die Verantwortung gerufen sind. Gottes Segen, Gottes Frieden begleite uns. Zu den Trauergästen gehörte am 1. Oktober Sachsens Innenminister Roland Wöller, der ebenso das Wirken von Dr. Jesko Vogel würdigte. Limbach-Oberfrohna verliert einen tatkräftigen Oberbürgermeister, der sich mit Bürgersinn und Hingabe um diese Stadt verdient gemacht hat. Er war ein fröhlicher Mensch. Der Grundton seines politischen Lebens war: für Menschen,
mit Menschen. Dieser Ton erklingt aus allem, was er für diese Stadt vollbracht hat. Als er 2015 zum Oberbürgermeister gewählt wurde, war Deutschland in unruhigen Fahrwassern. Wie für viele Gemeinden, Kommunen und Städte war es auch für Limbach-Oberfohna ein herausforderndes Jahr. Die Stadt hat Hunderte von Flüchtlingen aufgenommen. Sicher ist dieser Schritt nicht bei allen auf Begeisterung gestoßen. Es hat auch Widerstände, teils heftige Widerstände gegeben. Doch der Gemeinsam des Oberbürgermeisters und seine Fähigkeit, zwischen den Menschen zu vermitteln und viele Bürger ebenso wie Organisationen in die Bewältigung dieser großen Aufgabe einzubeziehen, hat dazu beigetragen, dass Limbach-Oberfrohna diese humanitäre Aufgabe erfüllt hat. Dass wir die heutige Trauerfeier in der Lutherkirche begehen dürfen, hat auch mit jenen Tagen zu tun. Jesko Vogel war kein Kirchenmitglied, aber der gemeinsame Einsatz für die Flüchtlinge und deren organisierte Aufnahme in der Stadt hat die Bindung zwischen ihm und der Kirche gestärkt. Und es ist ein dankbares Zeichen seitens der Lutherkirche, dass wir uns vom Verstorbenen in diesem sakralen Raum weltlich verabschieden können. Meine Damen und Herren, man behauptet, die Limbach-Oberfrohna seien zurückhaltende bis skeptische Menschen. Habe man ihre Herzen aber gewonnen, so könne man ganz und gar auf sie zählen. Im Jahr 2016 ist auch Jesko Vogel um diese Erfahrung reicher geworden. Der Tag der Sachsen stand bevor. Wenige trauten dem neuen Oberbürgermeister zu, das 25. Jubiläum dieser größten sächsischen Volksfestes in dieser Stadt ausrichten zu können. Doch hat es der Quereinsteiger in die Politik geschafft. Dieses Heimatfest war fröhlich und friedlich, mit über 300.000 Gästen, über 400 Vereinen und Verbänden und mehr als 800 Helfern. Auch ein Weltrekord im Mensch ärgere dich nicht spielen mit über 1000 Mitspielerinnen und Mitspielern wurde aufgestellt. Er hatte die Herzen der Menschen gewonnen. Der Tag der Sachsen war ein voller Erfolg. Auch in der Hochzeit der Pandemie kam der Gemeinsinn von Jesko Vogel den Menschen, vor allem aber den älteren Bürgerinnen und Bürgern, zugute. Die Sterblichkeitsrate war hier Anfang des letzten Jahres stark gestiegen. Vor allem die über 70-Jährigen waren davon betroffen. Jesko Vogel hat nicht nur FFP2-Masken für diese Altersgruppe beschafft, sondern auch kommunale Fahrdienste für über 80-Jährige eingerichtet, um sie zum Impfzentrum zu fahren. Dieser Maßnahme verdanken sicherlich viele ihr Leben. Er hat auch für die allgemeine Sicherheit der Menschen Verantwortung übernommen. Die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr, wir sehen es ja, danken ihm von Herzen für sein Engagement. Er hat den Brand- und Katastrophenschutz modernisiert, sogar ohne Fördermittel die Kameradinnen und Kameraden mit Schutzausrüstung und neuer Technik versorgt. Ihm war es wichtig, jene Frauen und Männer zu schützen, die die Bürgerinnen und Bürger ihrer Stadt schützen. Dass jetzt die Kameradinnen und Kameraden in Hundertschaft vor der Kirche Spalier stehen, um ihnen ihren letzten Gruß zu entbieten, zeugt von dem innigen Band, das zwischen ihnen und ihrem Oberbürgermeister bestanden hat. Er hatte auch vorausschauend begonnen, die Bürgerinnen und Bürger auf den Katastrophenfall vorzubereiten. In diesen Tagen sollten die Menschen Empfehlungen für den Katastrophenfall erhalten. Die Sirenen wurden eingesetzt und die Meldeketten geprüft. Dazu ist es aber nicht mehr gekommen. Die Maßnahmen werden wohl später erfolgen.
Dies zeigt, dass sein Engagement über den Tag hinauswirkt. Und das, lassen Sie mich hinzufügen, ist eigentlich nur bei wenigen, die in der Politik Verantwortung tragen, an der Tagesordnung. Um all diese Aufgaben zu meistern, musste er eine leistungsfähige Verwaltung aufbauen. Er hat die Verwaltung entschlackt und straff geführt. Harte Entscheidungen hat er nicht gescheut. Mit der Einführung des Doppelhaushaltes und der Entscheidung, Jahresabschlüsse pünktlich abzugeben, hebt sich Limbach-Oberfrohna von vielen sächsischen Städten ab. Dank ihres Oberbürgermeisters. 2017 hat er das Quorum abgesenkt und so die aktive Demokratie gefördert. Dass ein politisch vielfältiger Stadtrat wie der hiesige 90% seiner Beschlüsse einstimmig fasst, ist ein weiteres Zeichen für seine Fähigkeit, Brücken zu bauen und ein vertrauensvolles Miteinander zu pflegen. Denn ihm war es wichtig, mit den Stadträten transparent und verlässlich zusammenzuarbeiten. Meine Damen und Herren, Jesko Vogel war besonders verbunden mit seiner Heimat. Seit 3 Generationen lebt die Familie Vogel in Limbach-Oberfrohna. Deshalb hat er sich auch auf Landesebene für die Belange seiner Heimat eingesetzt, deren Strahlkraft er stärken wollte. Mit der Erneuerung der Innenstadt oder der Ausweisung neuer Gebietskulissen wollte er die Stadt nach außen wahrnehmbar gestalten. Viel hat er auch für ein gutes Zusammenwirken von Stadt und Region getan und Projekte wie die Kulturhauptstadt und den Ausbau des Chemnitzer Modells vorangebracht. Er hat sich sowohl um große wie auch die kleinen Dinge gekümmert. Zuweilen im Stillen, zuweilen laut. Bei allem, was er für die Stadt unternommen hat, war er darauf aus, dass die Bürgerinnen und Bürger sich darin wiederfinden konnten. Aus tiefer Zuneigung, die er für seine Heimat empfunden hat, wollte er sich für eine zweite Amtszeit als Oberbürgermeister bewerben. Er hatte neue Ideen für die Stadt und einige Projekte waren noch nicht abgeschlossen. Die Erneuerung der Innenstadt oder die Restaurierung der historischen Stadtparks, in dessen Nähe er aufgewachsen war und wo er als Kind spielte. Dies war ihm jedoch nicht vergönnt. Mit seinem Tod verliert Limbach-Oberfrohna einen leidenschaftlichen Politiker und verständnisvolle Menschen. Liebe Familie Vogel, liebe Trauergemeinde, Menschen sind dann endgültig tot, wenn man sie vergisst. Die Erinnerung an sie spendet Trost und gibt Kraft. Ich wünsche Ihnen, liebe Familie Vogel, auch im Namen des sächsischen Ministerpräsidenten, viel Kraft in dieser schweren Zeit. Möge die Zuneigung so vieler Menschen, die Sie seit Tagen spüren, Sie in Ihrer Trauer stützen und zugleich bekräftigen, dass Sie in Ihrer Stille nicht alleine sind. Das Andenken an Ihren Ehemann, Ihren Vater und Ihren Sohn überdauert alle Abschiede. Und die Stadt Limbach-Oberfrohna wird, davon bin ich überzeugt, das Andenken ihres Sohnes und Oberbürgermeisters Dr. Jesko Vogel in Dankbarkeit ehren, auf das auch andere seinem Beispiel folgen, mit Schwung und mit Frohsinn unserem Gemeinwesen dienen mögen. Der Bürgermeister Robert Volkmann erinnerte noch an vieles anderes. Was vielleicht noch nicht genannt wurde, das ist die fortlaufende Sanierung von Kitas und Schulen, die ihm immer am Herzen lag. Auch und insbesondere die Stärkung des Stadtteils Oberfrohna war dabei immer eins seiner Kernziele. Es ist also kein Zufall, dass wir heute in der Lutherkirche von ihm Abschied nehmen. Es ist der ausdrückliche Wunsch seiner Familie. Daneben trieb er auch die Aufwertung des Wasserturmgebietes voran, indem er in Kürze ein neues Wohngebiet
sowie eine neue Kindertagesstätte entstehen wird. Auch ließ er die Arbeiten am Flächennutzungsplan wieder aufnehmen, betrieb eine erfolgreiche Ansiedlungspolitik zur Stärkung der Wirtschaft hier vor Ort und begann, das wurde auch schon erwähnt, die Rahmenbedingungen für eine grundlegende Sanierung des Stadtparks zu legen. Er hat sich dabei immer aufopferungsvoll und mit soldatischem Ernst um die Belange der Stadt und ihrer Bürger gekümmert. Zuletzt während der Corona-Pandemie, wo ihm insbesondere der Schutz der älteren Mitbürger am Herzen lag. Es wurde schon berichtet vom sachsenweit einmaligen Fahrdienst oder den unermüdlichen Bemühungen um ein Impfzentrum, egal welche Widerstände sich da auch zeigten. In der den Limbach-Oberfrohnahen so eigenen Art nannte man ihn im Frühjahr halb spöttig, halb bewundernd den Impfkönig. Er hat das, wie vieles zuvor, kommentarlos hingenommen. Aber wenn man in solchen Momenten ganz genau hingeschaut hat, da konnte man immer wieder dieses Schmunzeln, manchmal auch nur ein Augenzwinkern, bei ihm erkennen. Beinahe spitzbübig leuchtete in solchen Augenblicken der Mensch Jesko Vogel durch den Vorhang der Amts- und Autoritätsperson. Denn Warmherzigkeit und Humor rundeten seine Persönlichkeit würdig ab. Man muss auch mal lachen dürfen. Das hatte er mir nach unserem ersten gemeinsamen Jahr im Rathaus als Widmung in ein Buchgeschenk geschrieben. Der Titel des Buches: Der brave Soldat Schweig. Das Doppelbödige, das Schelmische, das Hintersinnige, das hat er sich selbst in den dunkelsten Momenten nie nehmen lassen. Auch Dr. Jesko Vogels Frau Kathi blickte zurück. 2005 promovierte er an der Universität Leipzig. Als er sich seinen Doktortitel in den Personalausweis eintragen lassen wollte, fragte die damalige Mitarbeiterin im Einwohnermeldeamt, was er mit diesem Titel denn anfangen wollte. Spontan sagte er, er möchte Oberbürgermeister von Limbach-Oberfrohna werden. Was er alles erreicht hat, muss ich Ihnen nicht erzählen. Das wissen Sie alle. Als Familie unternahmen wir unzählige Spaziergänge durch die Stadt, um zu sehen, wie die Bauvorhaben voranschritten. Ihn beschäftigte jedes Detail, bis hin zur Farbe von Papierkörben. Jesko hatte für alle, ob Vereine, Feuerwehr, Unternehmer, für jeden Einwohner und Mitarbeiter der Verwaltung ein offenes Ohr und versuchte bei Konflikten Lösungen zu finden, mit denen alle zufrieden waren. Besonders die Kinder lagen ihm am Herzen. Dies kann man an den vielen Investitionen in den Schulen und Kindergärten sehen. Bei einem Spaziergang sagte er einmal zu mir: Ich glaube, ich werde in dieser Stadt nie fertig. Leider hat er damit recht behalten, obwohl er es in diesem Moment anders gemeint hat. Für Jesko war die Arbeit als Oberbürgermeister der schönste Job der Welt. Seine Projekte, die er noch umsetzen wollte, seine Visionen habe ich in meinem Kopf. Denn er hat mir oft davon erzählt. Anhand der unzähligen Beileidsbekundungen ist mir klar geworden, wie groß das Ansehen von meinem Ehemann war. Selbst von Schulklassen haben wir tröstende Briefe erhalten. Alle machen mich unheimlich stolz auf Jesko. Ich bin glücklich, mit so einem besonderen Mann verheiratet gewesen zu sein und dass ich ihn auf seinem Weg begleiten durfte. Für unsere Stadt Limbach-Oberfrohna wünsche ich mir von Herzen, dass Jeskos Ideen und Ideale, der frische Wind, die Bürgernähe, die Investitionen, die Offenheit und Fairness erhalten bleiben. Jesko hinterlässt bei uns, seiner Familie sowie in unserer Heimatstadt Limbach-Oberfrohna eine riesige Lücke. Die Mützen ab!
Feuer! Frei! Laden! Legt an! Feuer! Frei! Laden! Hoch, legt an, Feuer, frei! Danke.